möchte heute sprechen, weil ich da gerade etwas sehe, was mich so berührt und irgendwie anregt, zum drüber nachdenken, wie wir unser Leben verbringen und wie wir reagieren auf alle möglichen Ängste und Sicherheitsvorkehrungen. Hä? Schaut mal, hier gibt's einen Weg von da unten rauf mit einem tollen Geländer. Seht ihr das? Und da vorne Stopp. Stopp. Aber warum Stopp? Das ist doch urgeil an dem Punkt da drüben. Oder? Wer will dort nicht hin auf diesem Punkt? Ja, er macht Angst, weil da geht es ein bisschen runter. Das stimmt. Aber davon abgesehen, dass es nicht wirklich ein Glander ist, was uns abhaltet. Aber da steht auf diesem Schild, dass es gefährlich ist, da rauszugehen. Aber wisst ihr was? Das Leben ist lebensgefährlich. Und wir werden von klein auf dazu angehalten, Dinge, die gefährlich sind, nicht tun, nicht zu tun. Wir haben uns gelernt, auf Sicherheitsvorkehrungen, auf Geländer zu verlassen, hä? Und nicht, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich selber gehen? Hä? Wie weit, wann sagt mir mein Gefühl, ich muss stehen bleiben? Und wann sagt mir mein Gefühl, es geht noch weiter? Und warum so viele ihren Weg nicht gehen, ist, weil sie Angst haben vor diesen Hürden, ja? Oder weil sie stehen bleiben bei der ersten Hürde. Ja, aus Sicherheitsdenken, was könnte passieren, wenn zum Beispiel, ich habe gehört bei unserer Reise, was könnte passieren, was ist, wenn mit euren Kindern was passiert? Ja, was ist, wenn mit unseren Kindern was passiert? Wenn mit uns was passiert, nicht mit unseren Kindern, wenn mit uns was passiert, ja? Was ist dann mit unseren Kindern? Ich weiß es nicht, was dann ist. Ja? Es kann sein, ja? Aber das kann mir daheim genauso passieren. Wenn ich meinen Alltagstrott lebe und so weiter, dann kann das genauso passieren. Ja? Und ich kann doch nicht aufhören zu leben oder aufhören, meinen Weg zu gehen, weil was passieren kann. Das stimmt, es kann was passieren. Aber ganz ehrlich, am Ende von unserem Leben steht immer der Tod, von jedem Leben. Ja? Das kann ich mit Sicherheit sagen und dafür brauche ich keine Studie. Es steht am Ende jeden Lebens der Tod. Und die Frage ist, wie leben wir bis dorthin? Welches Leben leben wir bis dorthin? Bis zu dem Punkt, wo wir sterben. Ist es nicht ein viel, viel geileres Gefühl, wenn zum Beispiel auf unserer Reise oder wenn hier etwas passieren würde, an diesem Punkt mir etwas passieren würde, dann bin ich wenigstens gegangen, dann habe ich was erlebt, ja, dann habe ich mein unglaubliches Gefühl erlebt. Ist es nicht viel geiler, als wie wenn ich zum Beispiel stolpere und mir das Genick breche, weil ich hinter dem Glander stehen bleibe, zum Beispiel. Also, beginnt euer Leben zu leben, beginnt eure Träume auszugraben, ja? Die sind da, diese Träume. Und es teilt sich einfach aus, sie zu leben und zu gehen und jede Hürde zu nehmen, drüber zu springen, rundherum zu gehen, sich Hilfe zu holen. Es teilt sich einfach aus, um an diesen Punkt zu kommen. Vorbei an allen Sicherheitswarnungen und Schildern. Also ab in die Freiheit mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Baba, tschüss. Hey, wir sind die Travel Family. Travel Family. Family.